Welcome back, ihr krassen Dudes, und willkommen zurück zu einer weiteren Folge WRC10 im Privatteam-Modus. Leute, wo geht's eigentlich heute hin? Heute ist doch die große Überprüfungsfolge. Sieht stark danach aus. Jubiläumsrennen. Ah, jo, da war ja was. Eine 4:46.8. Okay, das gilt zu schlagen und danach geht's weiter in Sponsorenlauf. Sind wir eigentlich gut mit unserem Sponsor? Ich glaube eigentlich schon. Ich meine, Rallye Spanien, wo sind wir da? Was haben wir da dort geschafft? Siebter? Achter? Auf jeden Fall Punkte. So, ne? Ist jetzt nicht so oft vorgekommen. Ja gut, dann ballern wir weiter Sponsor-Testlauf. Und wir gehen... Obacht. Gibt es irgendwelche fleißigen Bewerber? 103, 105 Lagerlogistik. 103, 105 Lagerlogistik. Ah, haben wir da was? Okay, let's go. Ja, nee, wir haben was, aber jetzt nicht so Gutes. Obwohl, wir hätten dann einen zweiten Lagerlogistiker. Ja, der kann warten. Wir gehen rein. Oh, das sieht aber wieder sehr wild aus. Neuseeland. Ein Land, was wir eigentlich... Nee, wir hatten es nur in Form von Special Events und den Herausforderungsstreams, die alle sehr erfolgreich waren. Oh. Neuseeland, ein rutschiges Pflaster. Und jetzt mit Regen einfach noch ein bisschen heikler. Du. Rein. 8. 48 war das, ne? Nee, irgendwas mit 48. 48,8. Steht das hier noch irgendwo? Ja? Nein? Doch. 4:46.8. So war das. Da steht es ja in der Mitte über der Streckenkarte. Schlagen Sie die Referenzzeit 4:46.8. 5, 4, 3, 2, 1, los geht's. Links voll in rechts voll und links 4 lang macht zu in rechts 3. Und links 4 schneiden in rechts 4 macht zu. In links 4 und rechts 5 bremsen macht zu 3. Links 5 innenhalten, rechts 4. Und links 4 in rechts 5 über Kuppel 30. Oh. Wow. Waren links von uns Schafe? Bring uns schnell hin. Wir werden es nie erfahren. Links 5 in rechts 4 in links 5 mittig halten. Offene Haarnadel rechts in links 4. Oh, die ist ja jetzt schon da. Kurz mal hier die Turbine angeworfen vom Sound. Holy moly. Der Turbolader ja richtig hochgespult. In rechts 2 und links 5 lang macht zu. Bremsen in rechts 3 und Gefahr Knotenverengung. Links 5 in rechts 6 in links 6. Und rechts 6 sehr lang macht zu 5 lang Verengung. Ein bisschen weit innen. Einer meiner größten Rallye-Probleme. Ich bin immer zu weit innen. Ah, jetzt war ich zu weit außen. Na klar. Das war wieder zu weit innen. In links 4 kurz und rechts 5. Ja, war wieder eine fiese Pfütze. In links 4 macht zu, nicht schneiden, in rechts 5 innen halten, links 5 kurz 30. Ich habe gerade irgendwie das Gefühl, dass ich in irgendeiner Folge fiese Pfütze mal mit FF 30. abgekürzt habe. Offene Haarnadel rechts durch Tor bei Abzweig. Das lenkt mich gerade extrem ab, dieses Gefühl. Weil es sehr, sehr ungeil ist. Oh, wow, über. Hab nicht mitbekommen, dass sie zumacht. Rechts 4, innen halten, links 2, macht auf, nicht schneiden, 80.
nicht schneiden. Weiter geht's. Kurze Radinspektion. Weiter geht's. Oh! Ich dachte, der Abzweig wäre irgendwie. Der Abzweig wäre irgendwie abzweigiger. Und nicht kurviger. In rechts drei lang, in links drei, einfach mit Vollelan gegen den Felsblock gesetzt. Und links 5 und rechts 5 Verengung. In links 3 in Knoten und rechts 3 macht zu. Und links 3 macht zu, in rechts 4 macht zu. In links 3 und rechts 4 macht zu. Vorsicht mit den Reifen. In links 3 und rechts 4. Abbruch. Shit. Und links 4 schneiden und rechts 4 leicht schneiden. Das macht hier echt Spaß zu fahren. Ist zwar gerade nicht von Erfolg gekrönt, deshalb machen wir das auch gleich normal. Achtung, Scharfbremsen für Haarnadel links. Aber es macht Fun. Über Asphalt und links voll über 80. Und rechts voll. Oh wow, Neuseeland hat Asphalt. Ah, bei 10 Sekunden verpasst das Ziel. Wir haben es aber auch, glaube ich, mindestens dreimal weggehauen. Na komm, für einen Misserfolg gibt es keine Replay. Wir starten neu. Okay, let's go. 3, 2, 1. Ah, Lernkurve. Wir sind doch Schafe. Hello, friends. Wir sollten zwar wow. Auf die Strecke. Okay. 3, 2, 1. Oh, rechnen sogar Kühe. Links voll in rechts voll und links 4 lang macht zu in rechts 3. Und links 4 schneiden in rechts 4 macht zu. Scheint ein bisschen optimistisch. In links 4 und rechts 5 bremsen macht zu 3. In links 5 innen halten rechts 4. Links 4 in rechts 5 über Kuppel 30. Links 5 in rechts 4 in links 5 mittig halten. Achtung! Wahnsinn! Offene Haarnadel rechts in links 4 macht zu. Cutting! Oh Gott! In rechts 4 kurz und links 4 schneiden. Und links 4 fährt er Licht gar nicht an. Gott, oh Gott. In rechts 2 und links 5 lang macht zu. Bremsen in rechts 3 und Gefahr, Knoten, Verengung. Links 5 in rechts 6 in links 6. Und rechts 6 sehr lang macht zu, 5 lang, Verengung. Rechts 5 macht zu 2 und links 4. Oh, ich habe ganze Zeit die Zweierkurve abgewartet, aber links 5, da war ja nichts Wildes. In rechts 5, in links 6. Au. Ach, das ist doch kein Au, raff dich. Rechts 4 innen halten, macht zu und rechts 3 nicht schneiden, Barriere außen. Links 4 kurz und rechts 5. In links 4 macht zu, nicht schneiden, in rechts 5 innen halten, links 5 kurz 30. Offene Haarnadel links 30. Oh, Fitze. Rechts durch Tor bei Abzweig. Und links 4 macht zu 2, 30. Vorsicht mit den Reifen. Rechts 2,50.
Schienen halten, links 2, macht auf, nicht schneiden, 80. Links 4, lang, Verengung und rechts 5, Verengung. In links 5, macht zu, 3, in rechts 5 und links 2, innen halten, rechts 3 bei Abzweig. Ah, hier war ja die Felskurve. Da wäre ich gerade schon wieder eng reingejietet. Hätte ich keine Lernkurve. Es gäbe Tage, da wäre ich trotzdem reingejietet. Lernkurve ist einfach nur wochentagsabhängig. Ja, das schaffen wir. Easy Snack, schaffen wir das. Ah ja, klar. Von einer 4, was war das, 58, 59 zu einer 4,34. Na klar, da kann man auch rein in den Replay. Oh, by the way, wir sind nicht das Kfz von Sebastian Löb gefahren, weil der hatte den Citroën C4. Wir waren mit dem Ford Focus RS von Markus Grönholm unterwegs. Ich muss echt aufhören, jedes Vintage-Auto entweder Walter Röll oder den Löb zuzusprechen. Jedes Auto ist einfach, das ist von Löb, weil er sowas Ähnliches auch gefahren ist. Und das war halt so die Rallye-Zeit, da steckte ich nicht so im Thema drin. Die große Löb-Zeit. Das ist wie, falls das jemand gesehen hat, Seven vs. Wild, Reaction von Dr. Freud. Die sagen auch zu jeder Pilzart, das ist ein Steinpilz. Das ist exakt gerade das Gleiche. Crew Management. Ihr seid doch alle noch tutti. Haben wir hier... er ist gegangen. Ja, geil, dann gucken wir mal, was als nächstes dran kommt. Ja, Sponsorlauf, aber danach wäre Japan am Start. Japan, das könnte lustig werden. Aber erstmal geht's rein in den Sponsor-Testlauf. Wie steht's eigentlich mit unserem Sponsor? Hat er doch Bock auf uns? Oh ja, guck mal hier, 9, also 3% vor maximal geil. Guter Pirelli-Sponsor. Warum ist eigentlich unten links nur in der WRC-Meisterschaft? Ihre Reputationsstufe ist hoch genug, um bei einem prestigeträchtigen Sponsor zu unterschreiben. Zum Wechseln des Sponsors müssen Sie 11.000 an Ihrem aktuellen Sponsor zahlen, um den Vertrag aufzulösen. Wenn Sie fortfahren, kann ich nicht 2 haben? Reputation beim Sponsor ist Pirelli, aber was ist Saisonziel links? Nur der WRC-Meisterschaft. Nein, ich bin dann jetzt eigentlich doch recht zufrieden mit Pirelli. Rein. Sponsor-Testlauf. Oh, was ist das denn? Wo sind wir hier? Was ist das? Ist das... Das hatten wir doch. Ist das... Ich komme nicht auf den Namen. Das sieht aus wie... Wie sind das doch in letzter Gefahr? Das ist doch die weiß... Nee, schwarz-blau, weiße Flagge, weiß, schwarz-blau, schwarz... Auf jeden Fall einer der drei Farben in irgendeiner Anordnung. Nun, wir gehen rein. 5, 4, 3, 2, 1. Wir sind unterwegs. 30, links voll 50, links 3 kurz 30. Rechts 3 macht zu in links voll 30.
Sprung und Achtung, rechts 4 Mittel macht zu 30. Links 4 macht zu. Oh, der ist ein bisschen klobiger zu fahren als der Ford. Der lenkt überhaupt nicht. Ich will den Ford zurück. Und links 4 macht zu in rechts 3 kurz 80. Abzweig links 1 lang in rechts voll 30. Rechts 3 nicht schneiden in links 2 30. Achtung! Alter Vater. Oh, wie er sich steuern lässt. Du dickes Flaggschiff, du. Und rechts 3 kurz in links 2. In rechts voll in Bremsen, Sprung und scharf links nicht schneiden 50. Links voll 30. Links 5 in rechts 6 über Kuppel mittig halten. Links 3 in rechts 4 macht zu über Kuppel 50. Rechts 5 über Kuppel mittig halten 50. In rechts 5 kurz. Alter Vater. Links 4 macht auf lang. Oh, das fährt sich klobig. Das ist ein. Also gerade sind wir ein Sportboot gefahren. Und das war gerade fucking AIDA Clubschiff. Also das war wow. Das machen wir nochmal. Alter Vater, das ist wow. 3, 2, 1, los. 30, links voll 50, links 3 kurz 30. Rechts 3 macht zu in links voll 30. Rechts voll Sprung und Achtung, rechts 4 Mittel macht zu 30. Links 4 macht zu in rechts 6. Und links 4 macht zu in rechts 3 kurz 80. Abzweig links 1 lang in rechts voll 30. Rechts 3 nicht schneiden in links 2 30. Rechts 3 lang macht auf. Rechts 3 kurz in links 2. In rechts voll in Bremsen, Sprung und scharf links nicht schneiden 50. Oh Gott. Links voll 30. Links 5 in rechts 6 über Kuppel mittig halten. In links 3 in rechts 4 macht zu über Kuppel 50. Rechts 5 über Kuppel mittig halten 50. In rechts 5 kurz, in links 4 macht auf lang. Oi. Ja, den Run nehmen wir. So raus hier. Oh, wow. Ich will echt den 2007er Ford zurückhaben. Der war geil zu fahren. Der war wirklich, wirklich geil zu fahren. Ich werde mit den richtigen WRC-Autos, die aktuellen WRC-Autos, irgendwie nicht so richtig warm. Alle anderen Autos fanden sich irgendwie geiler. Obwohl die WRC 2 und 3, das ist auch heikel. Weil da ist das Problem, da gefehlt die Power für den Allradler. So, du willst da die Kurve rumzirkeln, willst rot machen, aber das Auto sagt nur rot, müde. Nichts Power. So, Crew-Management, hat die Crew noch Lust? Wir können den Physio raushauen und Captain Lagerlogistik mal reinlassen. Mal gucken, was jetzt alles Verrücktes passiert. Oh, hello! PR-Manager, 114, 113, haben wir da was? PR-Manager, 114, 130, nee, das kann er schon mal nicht. Das kann er auch schon mal nicht. Dann raus mit dir. Und rein mit ihnen. Kommen Sie. Und Ingenieur, 100, 108. Ingenieur, 108. 83.
Und da unten haben wir noch eine 100 rumhängen. Ja, dann schicken wir dich mal in Reserve. Dann hauen wir mal den PR-Manager rein. Können wir nicht? Können wir doch? Nee, doch? Ich weiß nicht, was das Spiel von mir will. Wow. Ich habe PR-Manager hier unten komplett überlesen. Aber komplett. Genau, dann haben wir jetzt den Ingenieur, den können wir jetzt verfeuern. Mach dich. Und kommen Sie rein. Saftig 108. Irgendwie, ich will hier irgendwie mehr Platz haben. Ich will mich nicht, weil es gibt mehr verschiedene Arbeitsplätze, als ich hier Stellen habe. Kann ich noch irgendwas austauschen, was wirklich Sinn macht? Metrologe, brauche ich einen Metrologen? Eigentlich nicht, oder? Weil ich habe ja eh nur entweder Trockenreifen oder die anderen Trockenreifen. Oder Asphaltreifen und Matschreifen. Deshalb, warum brauche ich eigentlich einen Metrologen? Brauche ich eigentlich nicht. Ist ja eh egal. Von daher raus mit dir. Rein mit dem Sponsorship Manager. Yay. Ich glaube, das war clever. Aber warum haben wir hier noch ein Ausrufezeichen? I don't get it. Dieses Ausrufezeichen triggert mich jedes Mal. Was will es von mir? Ich lösche einfach mal einen aus der Reserve, damit ich hier 14 von 15 habe. Vielleicht geht das Ausrufezeichen dann weg. Trennen. Metrologe, wer auch schon Metrolog? Macht euch, ganz ehrlich, macht euch. Ausrufezeichen ist immer noch da. Warum gehst du nicht weg, Ausrufezeichen? Geh doch mal weg. Geh doch einfach mal weg. Will er nicht. Ja gut, dann würde ich mal sagen, nächste Folge mit Ausrufezeichen in Japan. Das wird ein Hit. Von daher, Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine positive Bewertung da und ich bin mal raus. Haut rein, bye bye and have a great time. Bye, have a great time.